Beim Militär gibt es den Poncho Liner. Das ist eine Steppdecke, leicht und kompakt und trotz alledem richtig schön warm. Wenn du wissen willst, was die kann und ob das auch etwas für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Ross vom Home Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Poncho Liner. Der Poncho Liner, das ist eine Decke, eine Steppdecke, die hier ja, so ganz lustige Muster hat. Gibt es in unterschiedlichsten Farben. Ich habe es jetzt hier in grün, gibt es schwarz. Das ist übrigens auch der Nachbau, denn es gibt es beim Militär von der US Army auch in Tarnfarben. Was ist die Idee hinter dieser Decke? Das ist eine Steppdecke und auf den ersten Blick denkt man so, naja, eine Decke halt, meine Güte. Aber ich kann dir nur sagen, dass das Teil wirklich sehr nett ist, sehr genial ist. Ist natürlich Kunststoff, das heißt, das ist jetzt, wenn du ein Deckenfetischist bist und auf irgendwelche Militärdecken stehst, auf polnische oder russische oder finnische oder norwegische Wolldecken, dann muss ich gleich dazu sagen, das ist keine Wolle, sondern 100% Kunststoff, aber trotz alledem sehr, 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 sehr warm. Vielleicht nichts fürs Lagerfeuer, das mag ich zugeben, aber sonst sehr viele Vorteile. Das Packmaß ist überschaubar, man könnte das jetzt noch einmal ein bisschen mehr komprimieren, aber das ist ungefähr so das Packmaß und trotz alledem sehr leicht, wirklich sehr leicht. Und ich kann dir sagen, ich verwende diesen Poncho Liner in zwei Bereichen. In einem Bereich, wenn ich zum Beispiel mit einem leichteren Schlafsack, mit einem Tonnenschlafsack unterwegs bin zum Beispiel, der sehr klein und leicht ist, bei dem ich aber auch bei Temperaturen um 0 Grad schon ein bisschen kalte Füße kriege, dann nehme ich diesen Poncho Liner mit, den ich als Schlafsack-Inlet verwende. Das heißt, ich wickle mich dann in das Teil ein und in den Schlafsack. Muss ja ganz eine tolle Sache. Macht, wenn es der Schlafsack hergibt vom Raum her, nehme ich auch noch einmal eine kleine Schicht, die ich mit zudecke, das heißt weniger Luft, Volumen, und ich habe noch einmal eine Isolationsschicht. Bei mir funktioniert das. Ich weiß, dass es andere Leute gibt, die sagen, das ist alles schlecht, man soll sie nicht zudecken im Schlafsack, weil es ist ganz schlecht und bla. Und bei mir funktioniert das und findet einen eigenen Weg. Ich sage dir nur, wie ich es einsetze. Und das ist nämlich gleich das zweite Einsatzgebiet. Das Teil hat dann einen Vorteil gegenüber einem fetten Schlafsack. Könnte man jetzt sagen, Reini, warum nimmst du einen Schlafsack und das blöde Ding damit? Ich meine, kauf da gleich einen Schlafsack oder nimm gleich den mit, so muss man es ja eigentlich richtig sagen, der in diesen Temperaturbereich reinpasst. Ja, stimmt, aber einen Schlafsack kann man nicht als Decke verwenden, zumindest die ich habe nicht. Ich meine, es gibt auch da immer wieder Ausrüstungsgegenstände, die das können, aber das kann ich als Decke auch verwenden. Ich kann mich zudecken damit, das ist mit einem Schlafsack halt irgendwie blöd. Das heißt, ich kann trotz alledem noch immer arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, es gibt fix fertige Poncho-Liner, die hier in der Mitte noch einmal einen Zipverschluss haben, damit man ihn wirklich da gut aufmachen kann und sozusagen als Poncho verwenden kann, was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist. Also das kann schon was, das hat schon was. Vielleicht ist das nicht zum Schlafen, sondern um den Wärmeerhalt. Jetzt stelle ich mir Soldaten vor, ich bin ja kein Soldat, ja, aber ich stelle mir das jetzt vor, du liegst irgendwo und musst warten, bis der Feind kommt oder du irgendwas beobachtest oder ich hab, was weiß der Teufel was, da gibt es ja 100.000 Sachen und du liegst da und stehst da und schaust und tust und kalt. Dann ist voll leiwand, wenn du dich irgendwie ein bisschen zudecken kannst. Oder du sitzt irgendwo auf einem Kfz und fährst in der dunklen Nacht in der Gegend herum, weil du gerade von irgendeinem Auftrag zurückkommst, ja. Und da muss man nicht bei einer Spezialeinheit sein, dass man von einem Auftrag zurückkommt und es ist so kalt und du hast eine Decke. Und da macht es der Schlafsack einfach nicht, ja. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich am Feuer sitze oder in der Unterkunft sitze, dann bin ich da noch immer handlungsfähig, kann noch immer etwas tun und kann mich aber trotz alledem schön einwickeln. Und das ist die Idee davon. So, ich kann dir diese Teile kaufen, du kannst dir einen Nachbau kaufen, also den wir im Shop haben, billige Eigenwerbung natürlich, ganz klar, der ist günstig, aber hat trotz alledem eine gewisse Qualität. Ich würde mir jetzt nicht das billigste Zeug kaufen, gibt es auf Amazon wirklich ganz billige Teile, die wahrscheinlich aus China direkt eingeflogen oder mit dem Containerschiff kommen, die dann müffeln, so richtig müffeln, kenne ich. Das passiert ja bei unseren nicht, oder du kaufst dir einen gebrauchten von der US-Armee, gebe ich da auch unten den Link auf Amazon, schaue ich da ganz einfach durch, was für dich passt, aber ist eine nette Sache. Und abschließend, und dann bin ich auch wirklich fertig,
weil Leute bei mir auch immer wieder zum Beispiel diese Wolldecken kaufen. Und ich oder manche fragen, was soll ich kaufen? Soll ich einen Poncho-Liner oder eine Wolldecke kaufen? Da sage ich, was willst du damit tun? Und jetzt kommt's. Wenn du mobil bist, wenn du herumgehst, dann ist das hier leichter und kompakter. Natürlich im Vergleich zu einer Wolldecke, wenn das mal nass ist oder wenn du am Lagerfeuer bist, hat das halt einfach Nachteile im Gegensatz zu einer Wolldecke. Aber, und das ist der Punkt, vom Volumen her, vom Gewicht her, einfach top. Und dann sagen sie mir zum Beispiel auch, sie machen das im Zusammenhang mit Krisenvorbereitung, ja, dass sie im Auto zum Beispiel sich was hinlegen und dann nehmen sie eine Wolldecke. Und wenn du das willst, dann mach das. Aber ich habe die Teile. Warum? Weil sie kleiner, weil sie kompakter sind und weil sie meiner persönlichen Meinung nach auch wärmer sind als eine Wolldecke, die dasselbe Volumen hat. Und trotz alledem dadurch schwerer. Ist zumindest meine Sicht der Dinge. Also das ist auch etwas, was ins Car Survival Kit, also ins Auto-Überlebens Ausrüstungskit Dingsbums reingehört. Was weiß ich, wie das auf Englisch heißt. Schreibt mal einen Kommentar. Die Bandeln. Vielleicht kennst du den Poncho-Liner und diese Bandeln hier. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, ich bin ja kein US-GI, aber ich kann mir vorstellen, dass man das hier in einen Poncho, ja, in einen Poncho, Regenponcho von der US-Armee, der hat nämlich so viele kleine Löcher, einwickeln kann, in das Loch rein, zuknüpft. Und wenn dann hier auch noch in der Mitte ein Loch ist, dann habe ich einen Poncho außen, weil das ist ja nicht wasserdicht, nämlich den wasserdichten Poncho. Und das hier als Inlet-Poncho-Liner. Vielleicht möglich, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja. Dadurch, wenn ich es mir vorstelle, oder ich weiß es ja auch, dass die Regenhaut, wenn die direkt aufliegt am Körper mit der Zeit, dann ganz einfach kalt und kühl wird. Wenn ich dazwischen noch irgendeine Decke habe, ist das ein Vorteil. Und das andere ist, ich kann mir dann natürlich auch einen wasserdichten Schlafsackersatz improvisieren. Vielleicht liege ich auch komplett daneben und diese Bandeln haben ein anderes Anwendungsgebiet. Dann schreibt mir das bitte unten. Interessiert mich brennendst. Das war's. Poncho-Liner, cool. Kann ich dir empfehlen. Schreib mir auch einen Kommentar, ob du Poncho-Liner kennst, wofür du den eingesetzt hast, ob du auch den mit in den Schlafsack nimmst, wie ich, oder ob du das als verrückt ansiehst. Kommentar, Daumen nach oben oder nach unten, Abo bei anderen Videos, Links zu allen Produkten. Danke und bis bald.